Schönen Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Optionsstrategien in der Praxis. Ich freue mich sehr, dass wir wieder den gemeinsamen Termin mit Thorsten Eberhardt haben von Options for Winners und ich freue mich natürlich auch, dass Sie heute live dabei sind. Ja, wir wollen gar nicht so viel Zeit verlieren, denn die Märkte haben ja jetzt auch gerade geöffnet, die amerikanischen. Nichtsdestotrotz müssen wir einmal kurz den Risikohinweis besprechen. Bevor ich damit starte, will ich natürlich noch ganz kurz sagen, mit wem Sie hier gerade zu tun haben oder wem Sie gerade hier zuhören. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie natürlich Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Und damit gebe ich den Bildschirm weiter an Thorsten. Wenn irgendwas ist, Thorsten, ich bin im Hintergrund selbstverständlich und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Perfekt, vielen Dank, lieber Nelson. Hallo alle zusammen. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, auch bei diesem sonnigen Wetter, zumindest in Düsseldorf scheint die Sonne, die Zeit zu nehmen, hier auch vielleicht noch das ein oder andere mitzunehmen, zu lernen. Wir beschäftigen uns ja mit Optionsstrategien und heute wollen wir mal wieder etwas Neues besprechen, dem einen oder anderen vielleicht schon bekannt. Wir gucken uns einfach mal an, was ist der Covered Call und was ist die Poor Man's Covered Call Strategie. Zu meiner Person, denke ich mal, brauche ich nicht allzu viel sagen. Das lasse ich jetzt auch sein. Ihr könnt alles Wesentliche auf meiner Homepage optionsforwinners.de finden. Ja, also da seht ihr auch alles, was ich hier anbiete. Und eins vorab, und das ist natürlich auch wichtig für all jene, die jetzt Interesse haben, beispielsweise auch bei FX Flat ein Konto zu eröffnen. Diejenigen bekommen dann auch noch 2 Monate zusätzlich zu dem Options for Winners Club, der in der Regel 12 Monate läuft. Das heißt, wenn ihr noch bei FX Flat ein Konto eröffnet, wären es dann 14 statt 12 Monate. Kann ich nur empfehlen. Ich bin ja auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht nur hier, um mich zu präsentieren, sondern ich bin natürlich auch stark mit FX Flat verbunden. Ja, das ist für mich die erste Wahl. Was ich wirklich allen auch empfehlen kann, besonders bei Rückfragen hat man ganz, ganz kompetente Ansprechpartner. Will nicht sagen, dass es anderswo diese nicht gibt, nur ich kann sagen, hier sind sie auf jeden Fall vorhanden bei FX Flat und deshalb bin ich hier und stehe auch für FX Flat. Wir gucken uns jetzt aber erstmal an, wie der Markt sich so bis dato entwickelt hat und gestern war ja mal wieder ein FOMC-Meeting. Die Fed hat getagt und wie auch erwartet wurde, gibt es jetzt erstmal eine Zinspause. Ja, der Kurs hat gestern Abend anfänglich eher negativ reagiert. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere mein letztes YouTube-Video gesehen hat. Da habe ich 3 Strategien vorgestellt, um an solchen Tagen zu traden. Ich persönlich habe gestern auch einer dieser 3 Strategien umgesetzt. Das war der Bullput-Spread auf den SPX um 20 nach 8, also nachdem schon sich die Fed da zusammengesetzt hat. Die Pressekonferenz, die kam ja dann um 20.30 Uhr und der Kurs hat sich schlussendlich ordentlich nach oben bewegt. Bei dieser Strategie habe ich aber den Profit schon bei 15% mitgenommen. Das heißt, ich hatte ungefähr 100, 105 Dollar, glaube ich, verdient. Also diese Strategie habe ich da gestern auch umgesetzt. Das ist aber auch ein Teil, den man immer wieder machen kann. Das ist auch ganz wichtig, dass es nicht nur schwarz oder weiß gibt, ja, oder dass man sich immer nur für eine oder für die andere Seite entscheiden kann. Man kann es alles auch immer wieder zusammen diversifizieren. Und das ist auch das, was ich empfehle, ja, dass man sich 5, 6 Strategien aneignet, besonders wenn man beruflich noch stark eingebunden ist, ist es natürlich hilfreich zu wissen, was man wann macht, ja, dass man nicht immer wieder neu alles erfinden muss. Und eine Strategie, die dem ein oder anderen Investor vielleicht auch schon bekannt ist, ist die Covered Call Strategie. Ja. Und bei der Covered Call Strategie, da ist es ja so, wir nehmen jetzt einfach mal an, der SPX,
Das wäre jetzt eine Aktie. Wir können es auch direkt wechseln. Wir gehen jetzt mal direkt hier zu Alibaba. Alibaba ist jetzt beispielsweise ein Wert, den ich jetzt auch eher bullisch sehe. Wir haben ja jetzt hier meinen O4W Best Indikator. Da sieht man es ja auch hier. Hier war das Long Open. Das heißt, hier ging es bullisch los und der Kurs hat sich ja jetzt wirklich ordentlich nach oben entwickelt. Und wenn man das charttechnisch sich noch ein bisschen anschaut, sieht man hier auch, ist aus diesem Dreieck ausgebrochen, ist schon etwas, wo ich sage, das ist nicht verkehrt. Wir haben ja bei uns im Club auch eine solche Top-Kandidatenliste, die wird einmal täglich, also einmal börsentäglich aktualisiert, das heißt immer um 16.05 Uhr. Das heißt, die Kurse, die wir jetzt hier finden, die sind vom Vortag, also von gestern. Und da war beispielsweise Alibaba auch schon als Kandidat drin. Da hat man halt viele Kandidaten, die man als Basiswert für seine Optionsstrategie verwenden kann. Und die Covered Call Strategie, die ist ja eher bullisch. Ja, das heißt, wir kaufen hier beim Covered Call jetzt 100 Aktien. Ja, wenn wir das jetzt mal hier so anzeichnen, 100 Aktien zu dem Kurs, der jetzt dann halt aktuell ist. Und was wir noch machen, wir verkaufen über dem Kurs, also out of the money, OTM, eine Call-Option. Ja, für die Call-Option bekommen wir eine Prämie. Die kriegen wir ja direkt von Beginn an. Ja, das heißt, sobald wir diese Option verkaufen, haben wir die Prämie. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir hoffen, dass der Kurs steigt. Und wenn der Kurs auch noch den Strike-Preis, also der Kurs, den wir hier ansetzen für die verkaufte Call-Option, wenn er jetzt bei 100 wäre, ne, wie es jetzt hier der Fall ist, dann würde es bedeuten, wir profitieren auf der einen Seite von der Kursentwicklung der Aktie und zwar bis 100. Das wären dann jetzt, wenn wir es 92 hier nehmen und die 100, dann wären das 8 Dollar mal 100 Aktien. Ne? Eine Aktienoption hat ja auch 100 und wir haben ja auch 100 gekauft. Das heißt, würden wir hier schon einen Profit von 800 Dollar machen, nur durch die Kursentwicklung, plus jetzt beispielsweise mit der verkauften Call-Option, die uns ja auch eine Prämie generiert. Ja. Und wenn wir da jetzt mal annehmen, ja, das ist jetzt eine Zahl, die ich jetzt hier veranschlage von 100 Dollar, würden wir schlussendlich 900 Dollar verdienen. Ja. Und wir haben ja jetzt schlussendlich bezahlt, 100 mal 92 sind 9.200. Und wenn wir uns das jetzt mal ausrechnen, dann wären es circa eine Rendite, so zwischen 9% und 10%, die wir dann erzielen. Was man natürlich definitiv wissen muss, ist, wenn wir jetzt den Strike-Preis erreicht haben und wir kommen ins Geld, dann hat der Käufer natürlich sein Recht oder wird er aller Voraussicht sein Recht ausüben, diese Aktien sozusagen von uns zu nehmen. Ja, dann kriegt er die Aktien für 100 Dollar und wir buchen die dann aus unserem Depot. Sprich, wichtig als Investor, man muss sicher sein, dass man nicht diesem Geschehen nachheult, ja, dass man dann sagt, so ein Mist, ich fand die Aktie eigentlich so gut, ich hätte die gar nicht für 100 rausgeben wollen. Diesen Gedanken muss man sich vorher machen. Ja, das heißt, vorher muss man sich sicher sein, zu was für einem Kurs man auch diesen Strike hier ansetzt. Wenn eine Aktie sich beispielsweise wieder zurückentwickelt und wir gucken mal ein bisschen in die Vergangenheit, dann kann man natürlich sehen, wo Alibaba herkommt und was die für einen Rückschritt bzw. eine Kursabwärtsbewegung in den letzten Wochen und Monaten gemacht hat. Nichtsdestotrotz, man verliert natürlich dann die Aktien zu dem Strike-Preis. Hat zwar die 9% bis 10% Rendite, die sind safe, aber nichtsdestotrotz hat man natürlich dann eine Aktie weg, die man vielleicht doch lieber behalten hätte. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, dass man sich vorher überlegt, ob es wirklich eine Strategie ist, die ich anwenden will. Ist der Strike-Preis auch so, dass ich zufrieden bin, wenn die Aktie mir aus dem Depot gebucht wird?
Nichtsdestotrotz bedeutet das ja jetzt aber auch nicht, wenn wir jetzt die Aktie uns aus dem Depot nehmen lassen, dass wir die Aktien nicht mehr bekommen. Wir können ja natürlich immer wieder die Aktie direkt kaufen oder wir können natürlich auch mit Put-Optionen versuchen, die Aktien wieder ins Depot zu bekommen. Fakt wird nur sein, dass es wahrscheinlich nicht der Preis sein wird, den man vorher hatte, besonders nicht dann, wenn der Kurs jetzt kontinuierlich steigen wird. Das muss man sich natürlich vorher auch überlegen. Des Weiteren hat natürlich die Covered-Call-Strategie auch den Nachteil, dass man natürlich stark in Werten gebunden ist. Die verkaufte Call-Option setzt ja voraus, dass man sozusagen bei dieser Strategie auch 100 Aktien im Depot hat. Und 100 Aktien jetzt hier bei diesen 92 Dollar sind ja schon 9.200 Dollar. Wichtig ist natürlich auch, dass man ein Klumpenrisiko vermeidet. Sprich, wenn man jetzt ein sehr kleines Depot hat, ja, ich sage es jetzt mal 15.000 Dollar, dann würde man natürlich mit Alibaba mit 9.200 Dollar diesen Titel stark übergewichten und man setzt sich sozusagen einem Klumpenrisiko aus, weil es ja nicht mehr viel Platz da ist, andere Werte noch hinzuzuholen. Ja, das heißt, Diversifikation ist dann hier definitiv nicht vorhanden. Es gibt aber auch noch Alternativen zu diesem Covered Call. Ja, viele sagen nämlich, und das kann ich auch voll gut nachvollziehen, Thorsten, du erzählst immer von deiner tollen Brot- und Butter-Strategie und du verkaufst die ganze Zeit kleine Put-Optionen, ja, du gehst sozusagen die ganze Aufwärtsgeschichte mit und verdienst immer wieder ein bisschen Geld. Aber ganz ehrlich, das sind so 60 Dollar vielleicht alle 2 Monate, die man damit verdient. So richtig viel ist es nicht. Wenn ich jetzt beispielsweise glaube, der Titel ist gut, dann kann ich ja direkt auch mit einer Long-Call-Option reingehen. Definitiv. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt. Ich habe es gerade gesagt, wir haben natürlich die Möglichkeit, direkt zu partizipieren, indem wir die 100 Aktien reinholen. 100 deshalb, weil eine Aktienoption 100 Aktien hat, eine amerikanische. Wir haben aber natürlich auch etwas, was dem ungefähr gleich ist. Und das ist natürlich die Long-Call-Option. Ja, die Long-Call-Option. Und wir können jetzt natürlich sagen, die Covered-Call-Strategie, die gefällt mir. Ich profitiere auf der einen Seite von der Kursentwicklung und auf der anderen Seite von der vereinnahmten Prämie durch den Verkauf der Call-Option. Das ist ja das, was wir hier bei dieser, ich schreibe jetzt einfach mal SC, Short Call, das ist ja das, was wir dann in unserer Covered-Call-Strategie hier haben. Der Nachteil, wie eben schon erwähnt, man ist natürlich auch ein bisschen emotionaler gebunden, wenn man direkt mit den Titeln ist, als mit dem Long Call. Ja, aber der Long Call erfüllt mehr oder weniger den gleichen Zweck wie die Aktien. Das heißt, wenn wir hier auch einen Short Call machen, dann kommen wir zu einer Strategie. Ich kürze es jetzt auch ab, wie es üblich ist. Das ist PMCC. Poor Man's Covered Call. Das ist auf gut Deutsch die synthetische Alternative zu dem Covered Call. Wir substituieren die 100 Aktien durch den Long Call. Und der Vorteil, und hier wird es ja schon indirekt ausgedrückt mit dem Titel Poor Man, dass das auch was für denjenigen ist, der ein bisschen weniger Geld hat. Ja, das ist dann natürlich auch eine Möglichkeit, wo man sagt, man kann einen ähnlichen, gleichen Effekt haben mit weniger Investment. Weniger Investment bedeutet natürlich auch, wenn ich hier vorher meine 900 Dollar hatte und ich habe diese 900 Dollar den 100 Aktien entgegengerechnet, die ja jetzt die 9.200 Dollar sind. Und wir sind jetzt beim Poor Man's Covered Call, wo ich Annahme auch 900 Dollar verdiene, aber die Long Call Option jetzt nicht 9.200 kostet, sondern vielleicht nur ein Viertel, sagen wir mal ungefähr 2.500.
dann brauche ich ja kein Einstein sein, ja, um zu sehen, dass natürlich hier ein viel größerer Hebel drin ist. Ja, und das ist halt das, was wirklich attraktiv ist am Poorman's Covered Call. Und der Poorman's Covered Call ist nicht nur allgemein attraktiv, sondern besonders mitunter auch jetzt. Und warum? Wir haben zurzeit eine verhältnismäßig niedrige Volatilität. Und der Optionspreis ergibt sich ja mitunter aus der Volatilität. Wenn die Volatilität jetzt niedriger ist, ist der Optionspreis niedriger, sprich unser Investment hier ist auch kleiner. Ja, das ist natürlich etwas, was uns hier auch noch hilft und was uns wohl auch helfen wird. Das ist jetzt natürlich etwas, was so ein bisschen mit einer Glaskugel zu tun hat. Aber es schaut ja momentan eher so aus, als dass sich der Weg nach oben weiter so ergeben wird wie in den letzten Tagen. Und dann kann man natürlich sagen, hiervon möchte ich profitieren. Nicht nur mit meiner Brot- und Butter-Strategie und den ganzen verkauften Put-Optionen, sondern vielleicht mitunter auch mit dieser Poorman's Covered Call Strategie. Und das können wir uns auch immer schön bei Option Strat hier angucken. Mit Option Strat arbeiten wir im Club eigentlich immer, ich privat natürlich auch. Und hier kann man sich das mal anschauen. Und wir fangen es jetzt mal mit einem Covered Call an. Und dann gehen wir hier bei Income und gehen zu Covered Call. Wir nehmen jetzt auch einfach mal Alibaba als Beispiel, weil Alibaba ist jetzt auch gar nicht so abwegig. Hatte ich als Trade der Woche auch gestern überlegt. Ja, aber da kam die FED mir doch dazwischen. Da war ich zu aktiv in den FED-Trades. Und wenn wir uns das jetzt mal hier angucken, das ist jetzt Alibaba, BABA. Wir haben hier, ich hole sie rein, 100 Aktien long, jetzt mit 91,90. Hier ist jetzt die Laufzeit der Option. Ja, die können wir jetzt natürlich auch anders wählen. Ja, wenn wir jetzt mal die 37 Tage nehmen. Entschuldigung, 37 Tage. Und dann den Strikepreis. Ich habe es ja gerade gesagt. Wir kaufen die Aktie und müssen natürlich eine Call-Option verkaufen. Und wichtig ist natürlich, wo positionieren wir die? Wir positionieren die natürlich out of the money, also oberhalb des Kurses, das ist klar. Jetzt stellt sich nur die Frage, wo. Und das kann man sich natürlich auch überlegen, wie man das gerne hätte. Ja, will man jetzt beispielsweise mehr von der Kursentwicklung profitieren, muss natürlich der Strikepreis höher gewählt werden. Möchte man aber beispielsweise auch mehr vom Hedging profitieren, weil die verkaufte Call-Option, die sichert uns ja nach unten ein bisschen ab, dann wähle ich natürlich einen Strikepreis näher an dem aktuellen Kurs. Wir nehmen jetzt mal die 100, wie ich es eben gesagt habe. So, jetzt haben wir 100 Dollar hier als Strikepreis gewählt, gerade im Beispiel. Wir haben 37 Tage Laufzeit. Wir haben 100 Aktien gekauft mit 91,90. Und wir sehen jetzt Folgendes. Wir haben hier eine Net Credit. Das ist die Prämie, die wir jetzt erhalten durch den Verkauf. Man klickt hier drauf und man sieht es. 2,54 mal 100 sind 254. Das ist die Prämie. Das heißt, egal was passiert, die Prämie ist safe. Und für uns hat das natürlich den Charme, dass unser Break-Even, ja, da, wo unsere Verluste, unsere Gewinne sozusagen anfangen, sich auf 89,54 nach unten entwickelt haben. Das liegt natürlich daran, wir haben hier die 92, das ist der aktuelle Kurs, und wir kriegen ja noch eine Prämie. Und die Prämie, die schafft es natürlich, dass unser Break-Even um diese Prämie nach unten geht. Ja, 92,10 minus 2,58 kommt dann auf diese 89,50. Unser Max-Profit für diesen Zeitraum, also das Maximale, was wir verdienen können, ist ja sozusagen bis 100.
Wir kriegen durch die Aktienentwicklung die 800 Dollar, wie gerade gesagt, ne, die 100 minus die 92,08 plus die vereinnahmte Prämie. Das ist unser Max Profit. Ja, das sind 1046,50, die wir hier bekommen könnten. Und wie gerade schon gesagt, wir können es jetzt hier nochmal ausrechnen. Wenn wir jetzt die 1046,50 durch die 9217, den Kurs hier nehmen, dann sind wir hier jetzt sogar schon bei 11%, die man verdienen könnte. Was natürlich immer wichtig ist, und das muss man immer vorher machen, kommt man auch mit dem theoretisch maximalen Verlust zurecht. Und das wäre natürlich, wenn die Aktie auf Null fällt, dann hätte man 9.222 verloren, abzüglich der Prämie, die wir schon vereinnahmt haben, die 262. Das heißt, der maximale Verlust wären hier 8.960 oder 8.950 Dollar. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wir gucken uns mal die Entwicklung jetzt an und hier sehen wir, hier oben, wenn sich der Kurs schon vorher wie bewegt, was für Profits man hier machen kann. Sprich, man ist natürlich nie gezwungen, bis zum Schluss die Optionen aufrechtzuerhalten. Man kann natürlich entsprechend seiner Strategie auch überlegen, schon vorher rauszugehen. Ja, wenn man jetzt sagt, ich gehe raus bei einem Profit von 7,5%, ja, dann wäre man hier in dieser Reihe, ne, wenn sich der Kurs hier entwickelt. Und dann wäre man schon, ja, ich sage es mal so, wenn die Aktie plötzlich stark loslegt, ja, wäre man vielleicht schon nach ein paar Tagen wieder draußen und hat doch dann gutes Geld verdient. Ja, das kann man natürlich auch in der Zwischenzeit machen. Ja, dann löst man sich sozusagen von der Aktie und schließt natürlich dann auch die entsprechende Option. Bei dem Covered Call ist es natürlich auch so, dass man nicht immer das erreicht, was man will. Das heißt, hier ist die 100er Strikepreis. Und was ist denn, wenn jetzt der Kurs die ganze Zeit an die 100 kratzt, aber nicht erreicht und der Käufer seine Option nicht ausübt? Ja, dann hast du auf jeden Fall die Prämie verdient, die 270 Dollar, hast die Aktie weiterhin im Depot und verkaufst dann einfach mal wieder eine Call-Option. Ja, das heißt, du kannst es natürlich dann auch immer und immer wieder weitermachen. Ja, das ist ja eigentlich genau das, was es schön macht. Ja, wenn die Aktie immer kurz weiter unterhalb des Strikepreises ist, ich die volle Prämie bekomme und sozusagen im Anschluss direkt wieder eine Option verkaufen kann. Alles schöne Situationen. Jetzt gibt es natürlich auch unschönere Situationen und das ist natürlich der Fall, wenn sich die Aktie nach unten entwickelt. Unsere Prämie, die bleibt safe, aber hier sehen wir es ja. Hier macht man natürlich dann Verluste. Es ist natürlich jetzt die Frage, bleibt man dieser Aktie treu? Ja, dann hieße es, wenn man weit hier abgeschlagen ist, dass man hier natürlich zu dem Kurs wie vorher keine Call-Option mehr verkaufen kann, weil wenn die Aktie bei 60 Dollar liegt, dann würde man für einen 100er Strike keine ordentliche Option mehr verkaufen können, da würde man nichts mehr vereinnahmen. Und das ist etwas, was bei vielen der Fall war und da kennt auch der ein oder andere die Wheel-Strategie. Alles schön und toll, Wheel-Strategie. Man lässt sich sozusagen die Aktien, ne, man hat hier eine Put-Option, die man verkauft, da kriegt man die 100 Aktien rein. Und dann Kreis geschlossen, ja, 100 Aktien gehen raus und hier verkauft man die Call-Option. Ja. Das ist sozusagen eine Situation, die ist natürlich wunderschön. Doppelte Prämie, Kursgewinne, alles schön. Nur wenn die Aktien im Depot sind und auf einmal der Kurs abschmiert, kriegt man hier nichts mehr und hat schlussendlich viele, viele Aktien im Depot liegen, weil wir wissen ja, bei den Optionen reden wir immer über 100 Aktien und selbst wenn der Kurs der Aktie nur bei 20 liegt, sind es immerhin noch 2000 Dollar. Ja, und wenn man es dann mit mehreren verschiedenen macht,
dann könnten nachher diese Aktien ein ewiger Wegbegleiter sein, den man aber nicht haben will. Anders ausgedrückt, es werden immer mehr Leichen im Keller. Und alternativ, wie ich eben schon gesagt habe, kann man natürlich den Weg auch über Optionen gehen, weil der Charme darin natürlich liegt, dass wir anstelle der Aktien wieder eine Option haben. Und in dem Fall ist die Laufzeit einer Option vorteilhaft, wie ich es finde, weil man wird ins Tun kommen müssen, weil die Option sonst verfällt. Bei vielen Aktienanlegern, bei vielen Investoren bemerke ich immer wieder, dass sehr, sehr viel Hoffnung mitspielt und man sich schlussendlich nicht eingestehen möchte, dass es vielleicht doch besser wäre, sich auch trotz Verlust von der Aktie im Depot zu trennen. Ja, ich erinnere an einen Kollegen, erinnere ich mich, der hat Weight Watchers. Ja. Da kannte ich noch früher von meiner Mutter, aber nee, das ist was anderes. Aber der ging nach und immer weiter. Und dann habe ich immer nur gehört, Rescue Mission, Rescue Mission, Rescue Mission. Das war wohl so ein Begriff, der war wohl zeitweise sehr, sehr populär, auch in den Medien. Ja, da kann man darunter noch ein paar Put-Optionen verkaufen etc. Dann war der Titel, weiß ich nicht, schon fast ein Penny-Stock. Da kriegt man nichts mehr hin und schlussendlich, ich glaube, der Kollege hatte 5.000 von diesen Weight Watchers. Ich weiß nicht, wo die jetzt sind, aber ich glaube nicht, dass die das All-Time-High schon wieder erreicht haben. Long story short, wenn man das jetzt mit Optionen gemacht hätte, wäre man vielleicht schon viel früher ins Tun gekommen und hätte auch vielleicht schon viel früher gesagt, pass mal auf, das Ding, das schenke ich mir, das lasse ich sein, ich gehe auf ein Pferd, was jetzt auch vielleicht ein bisschen gewinnbringender aussieht. Ja. Deshalb will nicht sagen, Covered Call ist schlecht, will nicht sagen, Wheel ist schlecht. Ne? Ich finde beides gut, aber eben schon gesagt, es gibt nicht nur das oder das, ne? Sondern für mich gibt es vieles. Ja? Wir sind jetzt hier nicht im Fußballverein, ja, wo man sozusagen nur eine Farbe einen Namen trägt, sondern wir sind jetzt hier etwas, wo wir sagen können, wir können alles irgendwo ein bisschen mitmachen und deshalb möchte ich jetzt gerne auch mal die Alternative hier vorstellen und das wäre dann jetzt der Covered Call. Der Promins Covered Call. Hast du die Fragen auch im Blick, Thorsten? Natürlich nicht. Aber ich gucke sie mir jetzt mal an. Teilnehmer, Antonio, Albert, Antonio. Wo sichern sich die Market Maker ab? Das tut jetzt nichts zur Sache, das hat nichts mit dem Thema zu tun. Ja, wir sind jetzt hier bei Covered Call Strategien. Das ist ja jetzt genauso von wegen, ich rede hier über Autos und da fragt mich jemand, ob der Papst gerade Kaffee trinkt. Nee, da müssen wir jetzt natürlich mal hier weitermachen. Also das ist ein ganz anderes Thema. Da komme ich, sorry to say, da komme ich von meinem roten Faden ab. Wir wollen jetzt hier Purmins Covered Call machen und wir gehen hier rein. Wir gehen hier bei Bild und gucken uns das jetzt hier auch mal an. Diagonal Call Spread. Das ist es nämlich. Und hier haben wir zwei Optionen. Wir haben die verkaufte Option. Ja, die haben wir ja eben schon gesehen. Ne? Erinnern wir uns? Hier, die haben wir hier gesehen. Machen wir auch direkt auf 100 gleich. Und auf der anderen Seite, anstelle der 100 Long-Aktien, haben wir hier eine Long-Call-Option. Ja, das ist das Konstrukt. Und ich habe hier beispielsweise, wo ist es? Wo sind sie hier? Meine Strategien. Ah, hier ist sie. Purmins Covered Call. Hier habe ich sozusagen mein kleines Regelwerk, wie ich die Purmins Covered Call Strategie mache. Und da gehen wir jetzt auch drauf ein und ich erkläre auch in kurzen Schritten, warum. Als allererstes wollen wir das ja analog machen, sprich die verkaufte Call-Option, die sollte definitiv gleich sein wie die verkaufte Call-Option bei dem
Coverage Call, wir gehen hier auf 100. Die Laufzeit hier, 21. Juli. Und jetzt haben wir etwas. Die Laufzeit bei der Long Call Option, die ist hier definitiv anders. Das heißt, wir haben hier zwei verschiedene Laufzeiten. Und hier wählen wir eine längere Laufzeit. Wir wählen hier deshalb eine längere Laufzeit, weil wir auch jetzt nicht so stark von dem Zeitwertverfall benachteiligt werden wollen. Ja, wir erinnern uns ja, als Verkäufer profitiere ich von dem Zeitwertverfall und als Käufer habe ich definitiv einen Nachteil durch den Zeitwertverfall. Und den Nachteil, den versuchen wir uns jetzt auch ein bisschen hier klein zu halten. Und deshalb wählen wir jetzt auch bei der gekauften Call-Option eine längere Laufzeit. Und das kann man hier ganz schön machen. Wir klicken hier einfach mit der linken Maustaste drauf. Ich habe es eben im Regelwerk kurz angezeigt. Wir wählen 150 Tage und länger. Und ich gehe jetzt hier einfach mal auf den Dezember. Jetzt müssen wir uns noch mal kurz überlegen. Wir kommen immer mehr von der Theorie in die Praxis. Und das Gute ist, wir verbinden es hier. Ja, das heißt, wir haben 100 Aktien. Und wir wollen versuchen, dass wir mit unserem Long Call das irgendwie gleich machen. Ja, dass wir ähnlich gleich mit dem Long Call profitieren wie mit 100 Aktien Long. Und da müssen wir uns eine Sache angucken. Das ist einer der wesentlichen Griechen. Das ist das Delta. Ja, das Delta sagt aus, wie viel profitiere ich mit der Option an dem Underlying, an dem Basiswert, an Alibaba. Und wenn ich ein Delta von 90 nehme oder 0,9, heißt das schlussendlich zu 90% oder anders ausgedrückt, das wären dann 90 Aktien. Ja, und die 90 Aktien, die kommen ja ungefähr den 100 Aktien nahe. Ja, und das machen wir jetzt auch. Gucken wir uns an, wie der Zufall jetzt will, haben wir hier ein Delta von 0,8990. Das wäre jetzt ein Delta von 90. Und hier habe ich jetzt die Call-Option, die verkaufte, und wir sehen jetzt den Unterschied. Der Unterschied ist wie folgt. Wir haben hier weniger Profit. Wir haben ein bisschen weniger Profit. Wir erinnern uns hier, wir gucken mal, es sind 1070. Wenn wir jetzt mal gucken, hier gucken wir mal rein. Wir gehen ein bisschen weiter, ein bisschen höher. Machen wir mal die 1000 voll. So, das wären jetzt schlussendlich dann, wenn wir jetzt versuchen, ziemlich nah hier dran zu kommen. Dann hätten wir jetzt hier um die 1000 Dollar und hier haben wir um die 1026 Dollar. Es ist sozusagen beides fast gleich. Der Unterschied, den man hier sieht, unsere Ausgaben liegen hierbei bei 6000 Dollar. Bei dem anderen waren wir ungefähr bei 9000 Dollar. Die 9200 abzüglich der Prämie von den 250. Das heißt, wir haben hier nur ein zwei Drittel von dem anderen investiert und unsere Rendite, wenn wir die jetzt hier ausrechnen würden, wären dann die 999,34 geteilt durch die 6067 mal 100. Die wäre jetzt statt eben der 11% bei 16%. Ja, das heißt, wir haben hier einen definitiv höheren Return on Invest. Ja, wir wollen aber nicht zwingend so viel Geld ausgeben, sondern wir suchen uns einfach was aus, wo ich sage, von wegen, ich möchte doch weniger investiert sein. Meine Rendite ist mir aber auch wichtig. Ich gehe jetzt hier nochmal zurück und ich habe es in dem Regelwerk eben nochmal gezeigt, dass wir hier sagen, wir gehen hier auf jeden Fall von Delta 80 und höher und wir gucken uns das jetzt mal an. Ja. So. Das wäre jetzt etwas, wo ich sage, wir haben jetzt nur noch 2000 Ausgabe und 809 Profit. Und hier rechnen wir uns jetzt das nochmal kurz aus. Das sind jetzt hier 816,58 durch 2026.
Das ist doch schon mal eine andere Hausnummer, oder? Und genau darauf wollen wir hinaus, dass wir sowas machen. Wir investieren nicht viel, ne? 2000 zu 9000, ne? Das ist natürlich wirklich 2 durch 9. Das ist nur 22% an Investment und ich habe trotzdem noch einen ordentlichen Profit. Und was mir halt wirklich hier sehr entgegenkommt, ich gehe einfach früher raus. Ja, das heißt, wenn ich mir jetzt nochmal den Profit und Loss reingucke, anschaue und ich weiß, ich gehe hier auch bei 7,5% raus, das kann relativ schnell passieren. Dann gehe ich hier raus und dann gucken wir uns das nochmal an. Dann kann es sein, und so war es vorletztes Jahr, habe ich sehr häufig Poor Man's Covered Call getradet, dann hatte ich die 7,5% im Schnitt in 1 bis 2 Wochen erreicht. Und dann war das Ding gegessen und ich bin auch nie mit dem Gedanken reingegangen, das ist jetzt ein Investment, ich muss jetzt langfristig gucken, ich zitter jedes Mal, wenn jetzt Alibaba wieder von den Amis einen auf die Mütze bekomme oder irgendwas anderes, sondern ich sage dann einfach, okay, selbst wenn der Kurs hier mal nach unten geht und wir gucken uns das mal an, hier 7,5%, dann sind wir hier bei $380. Wenn wir hier 7,5% haben, ja, gucken wir uns das jetzt hier mal genauso an. Ja, zack, zack, zack. Da ist man hier definitiv schon mehr mit drin. Ja? Das ist etwas, was natürlich ganz wichtig ist, dass man auch weiß, was man sozusagen tradet, wenn mal der Kurs auch daneben geht. Ja? Das sind so Punkte. Der nächste Punkt hier auch noch. Ich habe es gerade gesagt, das derzeitige Umfeld ist recht attraktiv, weil die Vola niedrig ist. Na, wenn die Vola jetzt steigen sollte, ist das für uns sozusagen sogar ein Zubrot. Sprich, wenn der Kurs jetzt fallen sollte, dann wäre es von der Volatilitätsseite her für uns positiv. Und hier sind wir halt einfach, hier sind wir mega positiv. Wir profitieren von steigender Vola. Hier sind wir mega negativ. Hier kriegen wir sozusagen, wenn die Vola steigt, doppelt einen auf die Mütze. Ja? Und deshalb kann ich nur sagen, eine Sache, die sich jeder vielleicht mal vergegenwärtigen sollte. Ich habe sogar auf YouTube noch ein Add-on gemacht. Ja? Das heißt, ich habe hier eine Covered Call Plus Strategie gemacht. Ich bin dann sozusagen reingegangen und habe dann noch eine Call-Option obendrauf verkauft, weil bei vielen ist es der Fall, dass es störend ist, nicht genug an der Kursentwicklung zu profitieren. Dann kann man das natürlich noch hier an der einen oder anderen Stelle drehen. Für den Anfänger ist das aber etwas, wo ich sage, kann man auf jeden Fall mal machen. Was aber auch zu erwähnen sei, die 20K Verlustverrechnung, das heißt die Long-Call-Option. Wenn die verlustig wird oder verfällt, geht die natürlich komplett auf die 20K. Das ist etwas, mit dem man sich natürlich anfreunden muss. Ob das jetzt sozusagen zu einem passt, ja oder nein. Vermögensverwaltende GmbH, kein Problem. Steuerlich nicht in Deutschland ansässig, auch kein Problem. Aber alle privaten Trader, die hier in Deutschland die Steuer zahlen, die haben auf jeden Fall dann ein Nachteil. Und deshalb ist es natürlich nicht nur wichtig, das Setup auch vernünftig zu machen, sondern natürlich auch bei der Auswahl der Titel. Ja, also da ist natürlich schon sehr entscheidend, dass man da eher long also einen Kandidaten findet, der auch eher long aussieht. Wenn man aber dann sagt, von wegen, für mich ist das zu risikoreich auf 37 Tage, ich bin da eher der Freund von Langfrist, ja, dann ist auf jeden Fall Covered Call wahrscheinlich richtig, nur auch da Langfrist, wenn die verkaufte Call-Option zu nah am Kurs ist, dann wird das auch nicht langfristig im Depot bleiben. Den Gedanken muss man natürlich, wie eben schon gesagt, auch sich vorher machen. So, das war sozusagen die Vorstellung des Covered Calls und des Poor Man's Covered Calls und dann schlussendlich auch der Vergleich.
Fragen zu dem Thema sind jetzt scheinbar keine. Nee, sind keine. Ja, also wie gesagt, bei der Auswahl der Titel sowieso, wenn man es mit Optionen beidseitig macht, also die Poorman's Covered Call, muss man natürlich darauf achten, dass das jetzt keine Pommesbude ist, weil man darf jetzt auch nicht welche wählen, wo die Spreads zu groß sind. Ganz wichtig. Der zweite Punkt ist natürlich auch, es sollte schon ein Kandidat sein, der eher bullisch aussieht. Gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ich mache es mir einfach mit dem Indikator, aber da gibt es natürlich noch viele Alternativen, wie man die Titel wählt. Wir haben die hier auch gewählt, genau nach den Vorgaben des Indikators und die werden dann täglich sozusagen abgeloadet. Kann man aber auch mit Anbietern wie Barchart beispielsweise machen. Wenn man da sowieso eine Bezahlversion hat, dann ist das natürlich alles möglich. Ich würde jetzt sagen, wir gucken uns das ganze Spiel jetzt nochmal in der Trader Workstation an, wie das jetzt ist. Ja, und wir machen jetzt mal diesen Poorman's Covered Call. Das heißt, wir haben hier zwei Laufzeiten, 75 und 100 das Strike. Wir sind jetzt hier im Paper Trading. Strategy Builder, ne? Also das ist der Option Trader und hier sind die Optionsketten. Hier gehen wir auf den Strategy Builder und jetzt suchen wir natürlich die jeweiligen Optionen hier raus. Ja, das heißt, wir hatten auf der einen Seite, war es der 21. Juli, Kurzzeitgedächtnis, ja, der 21. Juli und da haben wir gesagt, da verkaufen wir die Call-Option mit 100. Wir gehen hier, ist die Call-Seite, gehen hier auf Verkaufen. Und dann haben wir noch eine andere Laufzeit, das ist der 15. Dezember. Und da kaufen wir die Call und da haben wir gesagt, wir sind bei 75 dabei. Und jetzt wird aus den beiden Optionen die Optionsprämie hier generiert. Es ist ein Debit Spread, ja, ganz wichtig. Das heißt, wir verkaufen hier jetzt eine Call-Option und wir kaufen eine Call-Option. Die gekaufte Call-Option, die ist definitiv teurer und deshalb sind wir im Debit. Ne? Wir zahlen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich habe jetzt den Mitwert genommen. Dann kann man hier gucken, was man hier zahlt und was man hier für eine Margin hinterlegt. Ja, und dann legt man sozusagen das in den Markt. Ja, also Paper Trading muss nicht immer zwingend eins zu eins funktionieren wie das Live Trading. Ja, ich kann jetzt mal hier einfach mal gucken, dass wir das Ding jetzt hier reinkriegen. Ja. Normalerweise würde ich mir Zeit lassen. Ich gehe jetzt hier auf Market, versuche das Ding direkt rauszuholen. So, jetzt sind wir drin. Jetzt haben wir natürlich mit dem schlechtesten Kurs bezahlt. Nicht zu empfehlen, live, ja, also nicht real. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Und hier sehen wir das. Ja, hier sehen wir in Paper Trading, was wir hier gemacht haben. Zur Info, für all jene, die hier das DU sehen. DU ist immer das Paper Trading. Ja. Jetzt habe ich wahrscheinlich den einen oder anderen YouTuber entlarvt. Ja. Wenn er jetzt von seinen Live-Trades spricht und dann auf einmal DU steht, dann ist es definitiv Paper Trading und nicht Live Trading. Ja. Aber das nur so am Rande erwähnt. Und hier können wir halt die Kombination sehen, diagonaler Call Spread. Und hier haben wir die gekaufte Call-Option. Und hier unten haben wir die verkaufte Call-Option. Und wenn wir uns das jetzt noch mal im Portfolio anschauen, dann sehen wir das hier. Hier sehen wir es. So, das war es jetzt. Wie sind da noch Fragen? Ja, Christian, wie funktioniert der Covered Call? Dann bist du aber ein paar Minuten zu spät gekommen und du bist auch noch bei mir im Club. Ja, also da dachte ich von wegen, also da kannst du dir das auch in der Videothek anschauen. Also Covered Call habe ich eben zu Beginn ausführlich erklärt. Also so sieht das dann sozusagen aus. Also wenn sonst keine Fragen mehr sind, dann würde ich es auch hier nicht weiter in die Länge ziehen.
Ja, sehr gut. Wenn weitere Fragen aber im Nachgang kommen, dann können wir das natürlich auch gerne weiterleiten, beziehungsweise da ist ja noch eine Frage reingekommen. Ja, genau. Machst du Stop-Loss und Take-Profit? Also ich würde jetzt hier, also ich mache hier keinen Stop-Loss, ich mache auf jeden Fall einen Take-Profit rein. Wie gesagt, bei mir im Poormans Covered Call Bereich, das, was wir eröffnet haben, wären es jetzt 7,5%. Ja, man muss nicht päpstlicher als der Papst sein, kann man natürlich auch 10% nehmen und das dann schnell rechnen. Ja. Das ist ja jetzt auch kein 0-DTE-Trade, ja, wo es jetzt auch so wichtig ist, dass man da ganz konkret und bestimmte Ordertypen wählt. Ne. Da kannst du eine normale Limit-Order mit Take-Profit machen. Gibt es einen Wohlerfilter? Also hier habe ich jetzt keinen Wohlerfilter. Je höher die Wohler, umso näher würde ich die verkaufte Call ans Geld setzen. Ja, damit ich da sozusagen auch mehr von diesem negativen Vega dann profitieren könnte. Dann haben wir es, oder? Super, perfekt. Vielen Dank. Ja, also ich denke mal, Nelson, ihr stellt das wieder schön alle online, alles online. So machen wir Und es. ne, genau. Und dann, wie gesagt, zum Abschluss, guckt euch das mal an, macht es im Paper Trading, ja, bevor ihr sozusagen alles real, alles live macht. Beschäftigt euch damit, nehmt Options zu Rate. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon nächste Woche wieder. So sieht's aus. Vielen Dank an Super. alle und vielen Dank, Danke. Thorsten. Bis nächste Woche. Viel Erfolg heute noch. Danke auch so. Tschüss. Ciao.